Ciao Leute, ich bin André Unger, der Broker, mein Feind. Ja, irgendwann, irgendwann kann es auch sein, aber das ist ein Thema, dem oft besprochen wird. Und die Frage ist, handelt der mein Broker gegen mich? Es ist wohl eine gute Frage, man muss verstehen, was losgeht. Man muss nicht blöd sein, wie ich am Anfang war, können Sie lesen in dem Erfolgreich traden, so geht's. Mein Handbuch können Sie bei der Webseite trainingweltmeister.de gratis runterladen. Aber es kann interessant sein. Also gerne finden Sie beim Link unten mein E-Book, mein freies E-Book. Aber zurück zum Thema Broker. Wir haben unterschiedliche Broker und es gibt manchmal ein Sagen in den Foren oder generell auf der Internet, dass der Broker gegen uns handelt, dass der Broker unsere Stops fischt. Der wartet, der sieht, wo wir unsere Stop-Orders platziert haben und dann kommt er, holt unsere Stop-Orders raus. Vielleicht handelt er einen Kontrakt, also dass sie sofort rausgehen und dann trägt er wieder die Kurse in der gegenüberliegende Richtung, wo wir am Anfang rein waren. Ist das wahr oder nicht? Generell muss ich sagen, das ist ein riesengroßes Blödsinn. Das ist ein Thema, wo wir oft gerne klagen. Mein Broker hat das getan. Genau dort beim Tick wurde ich ausgeführt und dann sind die Kurse wieder in eine andere Richtung gegangen. Also mein Broker ist schuld, hat mich betrogen. Also generell. Die wussten, wo ich war und die haben mich rausgeholt. Da haben wir also so ein Grund, warum wir verloren hatten und wir haben das Gefühl, dass jemand anders wirklich schuld ist, auch weil er uns betrogen hat. Aber das ist ein Blödsinn. Ich kann Ihnen sofort sagen, das kommt manchmal von der Welt von MetaTrader, wo wir gegen ein oft Market Maker handeln. In der MetaTrader-Welt, wo die Märkte OTC, Over the Counter sind, das sind keine regulierten Märkte, die mit CFDs oder die Forex-Märkte, dort handeln wir gegen unser Broker. Der bietet die Kurse an. Nicht alle Broker, es gibt auch die ETN und so weiter Brokers, aber in dem Fall nehmen wir jene Broker, die als Market Maker arbeiten. Dort handeln wir gegen unser Broker. Der Broker bietet uns die Kurse an und die Kontrakte, so dass wir handeln können, wie als wir in den echten Märkten handeln geworden hatten. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Aber es ist egal. Konzept haben Sie verstanden. Und was macht er also? Der sagt, okay, du willst und du kannst nicht in jedem Markt handeln. Ich biete dir die gleiche Kurse an mit einigen Kontrakten. Du kannst gegen mich handeln. Wenn du recht hast, dann verdienst du Geld. Wenn du falsch geschätzt hast, dann verlierst du Geld. Und ich verdiene das Geld. Und wenn man das so sagt, dann versteht man sofort, der Broker ist schlau, der will, dass ich verliere, sodass er Geld verdient. Und das ist das erste Sagen, was auch schon falsch ist. Der Broker verdient vom Spread und so weiter. Also er hat Interesse, dass wir länger handeln. Wenn wir sofort kaputt gehen, dann hat er keinen Kunden mehr. Und ohne Kunden hat er einmal verdient, aber er verdient nicht regelmäßig mit unseren Transaktionen. Dann kann man verstehen, dass er schon ein bisschen, er ist nicht so schlau, wie wir gedacht hatten. Und die Kurse können Sie nicht so frei bewegen. Es gibt einen Markt und die Kurse vom Broker, die er anbietet, die müssen dem Markt folgen. Also wenn jener Markt nach oben geht, da kann er nicht runterfallen. Er kann sich nicht bewegen, wie er will. Er muss sich bewegen, wie der Hauptmarkt sich bewegt. Und ich kann Ihnen auch sagen, bei mir ist es mehrmals passiert, auf den DAX Future zum Beispiel, dass ich genau bei dem Tief von einer Bewegung ausgeführt wurde, beim Stop-Loss natürlich. War da ein böser Broker gegen mich? Sicher nicht. Das war nicht ein Market Maker, das war Future Markt. Also im Eurex war ich. Da war es sicher nicht mein böser Broker, der meine Stops gesucht hatte.
was kann ich dort sagen? Das war nur eine Chance. Ich meine, schlecht für mich, aber ich habe verloren für einen Tick. Aber ich habe niemals gedacht, mein böser Broker. Aber bei den CFD-Brokers sagt man sofort, mein böser Broker. Das ist Wahnsinn. Es gibt einige Broker, die nicht ehrlich sind. Es gibt einige Broker, die echte Räuber sind. Und diese suchen unser Geld. Aber die suchen nicht unser Geld mit den gefischten Stops und so weiter. Die einfach wollen unser Geld. Und wenn wir sehr viel Geld hingesendet haben, dann verschwinden sie einfach. Und das ist sehr einfach. Sie müssen nicht irgendwie zeigen, dass wir das Geld im Markt verloren haben. Nein, sie verschwinden einfach. Und wenn wir anrufen oder wenn wir uns melden, ich will mein Geld zurück, kriegen wir keine Antwort mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man mit Brokers, die auch Market Makers sind, arbeitet, aber wenn man diese Brokers kennt und die kennt man als ehrliche Leute, dann hat man gar kein Problem. Ich habe schon mal darüber gesprochen, glaube ich. In Deutschland zum Beispiel gibt es Qtrade. Ich kenne die Leute. Ich kenne die Leute, die bei Qtrade arbeiten. Ich kenne die Chefs von Qtrade. Und ich bin also total sicher, dass diese ehrliche Leute sind. Und wenn Sie bei Qtrade morgen eine Ausführung genau an der Grenze von einer Bewegung bekommen und Geld verlieren, dann ist es nur eine Koinzidenz. Das ist nur Unglück. Aber ich bin total sicher, dass sicher nicht die bösen Leute in Qtrade sind. Bitte, Qtrade, schaffe das nicht so schlecht. Bitte. Aber okay, es ist also so, das mit dem Broker ist ein wahnsinniges Blödsinn, was in der Tat nicht existiert, nicht in der Art, die erzählt wird. Weil wir nicht immer gegen Market Makers arbeiten. Die echten Märkte sind ohne Market Makers. In CFDs, in MetaTrader Welt oder so gibt es Market Makers, aber die müssen sich auch bewegen nach den Hauptbewegungen im Hauptmarkt. Es ist so einfach, Leute. Sie müssen Angst haben über andere Sachen. Wer ist mein Gegner? Das werden wir in einem zukünftigen Video besprechen. Aber keine Angst vor den bösen Broker, weil wenn Sie einen seriösen Broker wählen, dann haben Sie sicher nicht jene Probleme. Andere Probleme? Sicher, weil Trading immer gefährlich und schwierig ist, aber sicher nicht die Probleme vom Broker. Das war's, Leute. Abonnieren Sie meinen Kanal, sodass Sie die Meldung bekommen, wenn es neue Ausgaben gibt. Beim roten Glück bekommen Sie eine Nachricht, wenn es Neues gibt. Und für diese Woche haben wir jetzt entdeckt, dass der Broker nicht ein böser Broker ist, sondern nicht nur unser Freund, aber immer noch ein Businesspartner, mit dem wir arbeiten müssen. Sonst können wir nicht die Märkte erreichen, aber nicht unbedingt vom Broker Angst haben, weil es nicht der Fall ist. Also der Broker ist nicht der Böse, wenn man die richtigen Brokers natürlich wählt. Wenn man die Angebote findet im Internet von irgendwelchen Bonus oder so weiter, dort muss man immer aufpassen. Nutzen Sie die Brokers, wo Sie gute Nachrichten bekommen haben von Leuten, die Sie kennen, und überprüfen Sie immer nochmal. Wie gesagt, Qtrade empfehle ich, weil ich total sicher bin, dass die Leute ehrliche Leute sind. Aber es gibt auch andere, das ist nicht der einzige. Man muss nur aufpassen. Aber in dem Fall, wenn Sie die richtige Wahl machen, keine Angst, die Probleme sind irgendwo anders. Das war's, Leute. Ciao von der Unger. Bis nächstes Mal. Ciao.